Ja, hallo, ich bin Lena, ich bin 38 Jahre alt und komme aus Köln. Ich stehe hier im Jugendhaus Düsseldorf, im Düsseldorfer Büro des BDKJ. Wie hat es mit dir und dem BDKJ angefangen? Ich komme aus der KJG, da war ich auch die letzten 7 Jahre hauptamtliche Diözesanleiterin. Und den BDKJ habe ich aber schon als Jugendliche auf Stadtebene kennengelernt, denn da war ich KJG-Regionalleitung und habe natürlich mit dem BDKJ dort auf kommunaler Ebene zusammengearbeitet. In erster Linie freue ich mich darauf, mit der neuen Regierung zusammenarbeiten zu können und da den BDKJ auch nochmal ganz profiliert nach vorne zu bringen. Das Thema Beteiligung steht auch nochmal im Koalitionsvertrag ganz oben. Es soll einen Aktionsplan dazu geben und ja, da möchte ich unsere Kenntnisse und unser Know-how reinbringen. Außerdem ist mir total wichtig, dass der BDKJ ein attraktiver Platz bleibt, wo Ehrenamtliche sich willkommen fühlen und gute Arbeit investieren und da auch was für sich rausziehen. Und ja, das ist mir ganz wichtig, da mit für zu sorgen. Wenn du an die ersten 100 Tage im neuen Amt denkst, was wünschst du dir? Ich wünsche mir, dass ich mich gut einarbeiten kann, dass ich gut reinfinde. Es gibt ja eine große Fülle an Themen und ja, da muss ich, glaube ich, genau gucken, wie ich mich da so zurechtfinde, und ich möchte gerne die Refis kennenlernen, ja, gucken, wie sieht eigentlich der Arbeitsalltag so aus in der BDKJ-Bundesstelle, und dann 100 Tage, das ist ja schon ein bisschen was, geht es natürlich auch darum, die ersten Schritte zur Verwirklichung meiner Ziele zu setzen.